Frontend. Web 2 bin ich jetzt. War erst im ersten und jetzt bin ich schon eine Stufe höher. Aber du bist so richtig einschätze, bist auch drin, oder? Ist jetzt Schüler-VZ oder Studi-VZ wahrscheinlich. Und mittags aufstehen, ne? Weil meistens mittags, weil ich nachts über sehr breitbandig gesurft habe, dann ist halt so, dass ich noch bevor ich irgendwas mache, checke ich erstmal meine Mails, ob irgendjemand, dann gucke ich bei Facebook rein, ob neue Leute da sind. Dann chatte ich ein bisschen, meistens, ein paar Stunden, auch international. Delicious, hast du schon mal, warst du da schon mal? Würde jetzt passen. Ganz lecker. Wenn du willst, kannst du mich mal treffen. Im Netz. Ich hab MySpace. Findest mich auch auf anderen Seiten, wenn du willst. Also, wer hat den längsten DE? Nee, klar, nee, das war jetzt Spaß. Also, hier, ich bin alleine DE. Aber da gibt's jetzt auch das, eine neue Sache, das ist eben das mobile Netz. Ich muss nicht nur zu Hause im Netz sein, ich kann draußen sein. Oder mit dem Handy auch. Plötzlich weiß ich nicht, wo ich bin. Völlig lost. Und dann kann ich einfach eingeben, Google Map. Ja? Ja, ich komme gleich. Tschüss. Kann ich mal gucken kurz? Warte mal. Hier mit dem Cursor, ne? Oder? Ups. Sagen wir mal 2,80 für einen Kaffee. 2,80 habe ich. Plus die Cola. 2,40, sag ich mal. Das ist nicht kaputt. Nein, ich habe ja nur, dreimal, höchstens viermal 2,80, 2,40 hätte ich jetzt auch im Kopf machen können. Das sind 5. Ja, sind über 5 Euro. Ja, um nochmal auf meinen besten Bekannten zurückzukommen, der hatte halt die Idee, dass man jetzt irgendwie einfach eine Firma aufmacht. Und ich überlege eben auch, ob ich da einsteigen soll bei denen. Also für mich ist das die Zukunft, Internet. Ganz klar. Und wenn du da nicht gleich dabei bist am Anfang, ne, kommst du gar nicht mehr rein. Das ist echt. Das ist Nervenkitzel, echt.